Das neueste Kacktor des Monats steht fest. Das seht ihr als letztes Tor in der nun folgenden Vorstellung der Kacktore des Jahres. Tor 1. Imad Farahi, Royal Excel Mouscron. Fritten, Schokolade und Diamanten, dafür ist Belgien bekannt. Und genau das haben wir in Belgien gefunden, einen frittierten Diamanten unter den schokoladenbraunen Toren. Beim royalen Spiel zwischen der Königlichen Allgemeinen Sportvereinigung Eupen und Royal Excel Mouscron wurde Imad Farahi von seinem Mitspieler zum Glück gezwungen, um dann mit ganz viel Köpfchen eine Praline in unsere Kaktorschachtel zu werfen. Tor 2. Sebastian Patzler, Wuppertaler SV. Der Steilpass in die Schnittstelle erreicht den heranstürmenden Oberhausener Angreifer zwar nicht mehr, findet aber dank tatkräftiger Mithilfe des WSV-Torhüters Patzler dennoch den Weg ins Ziel. Namenswitze sind an dieser Stelle bitte zu unterlassen. Tor 3. Robert Andrich, erster FC Union. Erst die gekonnte Ballannahme mit der Brust und dann beweist er auch noch Übersicht. Wenn ihm sein eigener Körper schon ein leeres Tor anbietet, dann will er diese Einladung auch annehmen. Aus der Drehung gekonnt mit der linken Innenseite ins Tor. Gerüchte besagen, Unionskeeper Lute ist noch immer auf dem Weg zurück in den Kasten. Tor 4. Torben Rhein, Bayern München 2. Dieses Tor ist eigentlich gar nicht so kacke, bietet aber einen Seltenheitswert. Denn was sich die Bayern in den Sekunden vor dem Treffer mit Gegner Lübeck abliefern, ist mit dem Wort Slapstick nur unzureichend beschrieben. Keine sportliche Glanzstunde beider Teams. Torben will am Ende die Pille einfach nur noch rein. Tor 5. Martin Dubravka, slowakische Nationalmannschaft. Es scheint an der Aura der Spanier zu liegen, dass es so häufig so kacke läuft. Dieses Mal zu ihren Gunsten. Der slowakische Torwart verwechselt eindeutig die Sportart. Mit solch einem Schmetterschlag käme er beim Volleyball ganz groß raus, aber auch nur dort. Hier leitet sein Fehler die Vorrundenniederlage gegen die Iberer ein. Tor 6, Max Ernst, FSV Bad Wünnenberg-Leiberg. Unsere kleine Eigentor-Genussreise führt uns weiter in den Kreis Paderborn, wo wir Zeuge eines Lehrvideos zum Thema optimales Stellungsspiel für ein Kacktor werden. Konsequent den freien Raum besetzen, lauern und im richtigen Moment zubeißen. Vorbildlich. Tor 7. Philipp Hoog, TSV Middelsbach. Man ahnt zunächst nicht, dass dieser harmlos erscheinende lange Ball, Achtung, Realgeschwindigkeit, noch solch eine Metamorphose vollzieht. Obwohl das Leder ewig zart durch die Luft segelt und sanft vom Kopf des Stürmer abprasselt, kann niemand verhindern, dass das Rund noch durch den Hosenträger des Schmiedener Keepers kullert. Sie sahen die Quadratur der Kreisklasse. Tor 8. Nico Rahmann Baleski, SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen. Was kommt heraus, wenn Arndt Zeigler zum Bezirksliga-Derby in Denkershausen vorbeikommt? Natürlich ein Filet-Kacktor. Erst chippt der Stürmer von Sülbeck Immensen den Ball an den Pfosten. Dann stehen sich Balewski und Niklas Mönning beim Klärversuch im Weg. Wir glauben, ja, es war Schicksal. Tor 9. Vincent Goldbach, TSV Poppenhausen. Oder der Kniefall aus der Kreisklasse A4 Fulda-Rhön. Erst wirkt es alles recht abgeklärt und souverän, was der Keeper der SG Rollbach-Brandt da treibt, aber dann schießt er sich quasi ins eigene Knie und serviert Goldbach auf dem Silbertablett dann doch noch das Tor. Tor 10. Paul Farnhagen, DJK SV Mauritz. Was für ein herrliches Kacktor an einem windigen, nasskalten Novembertag in der Kreisklasse A3 Münster. Alle denken, die Situation ist safe. Der Keeper des BSV Roxel 2 hat die Kugel und wird nun schnell den Gegenangriff einleiten. Ja, Ängste. Hashtag Silbertablett. Der Knipser der Mauritzer lauert und markiert mit seinem starken rechten Fuß den Treffer zum 4:2. Tor 11. Marcel Hölscher, SC Wiedenbrück. Behalten Sie auch bei unruhigen Straßen das Geschehen im Auge. Mert Götschkan spielt den Ball mit ganz viel Auge in die Spitze. Und, der Schelm, genau auf die vorher vom Greenkeeper präparierte Stelle. Wiedenbrücks Torhüter Marcel Hölscher lässt sich von diesem geschickten Manöver überrumpeln und befördert den Ball mehr oder weniger elegant in den eigenen Regionalliga. Ein meisterhafter Plan. Und die ganze Zeit der Sendung, die könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen, also ungefähr